Fanmarsch Richtung Stadion. Auf geht's, Männer, komm! Choreo von den Frankfurtern. Schieß! Yeah! Was geht ab, Freunde? Wir sind wieder back wie ein englischer Rücken in Heidenheim vor der Feucht Arena. Heute treffen die Heidenheimer Jungs auf die Eintracht aus Frankfurt. Und ich bin nicht nur auf die Mannschaft gespannt, die immer eine Wundertüte ist, sondern vor allem auch auf die Fans, die meiner Meinung nach die Besten aus ganz Deutschland sind, beziehungsweise die beste Heimstimmung, die ich jemals miterlebt habe in Deutschland. Deswegen erwartet uns heute extrem, extrem geile Stimmung im Stadion und hoffentlich auch ein gutes Spiel. Heidenheim City komplett abgesperrt. Da kommen die Frankfurter. Die Eintracht ist eingetroffen in Heidenheim. Mit dem Fanmarsch Richtung Stadion. Zahlreich angereist, die Frankfurter werden eskortiert von den Polizisten im Hintergrund der Schlossberg. Mario, auf geht's, Männer, komm! 3 Punkte heute! Van de Beek, krass. So Jungs, ihr schaut die Videos an und seid gerade hart am Arbeiten am Kessel, habe ich früher auch gemacht. Was denkt ihr, wie geht das Spiel heute aus? Ich sag 2-2. Okay, 2-2. Was? 3-2 für Heidenheim. Also ich habe 3-1 getippt. Trotz den Verletzten, Meloni und Beste, bin ich optimistisch. Wir holen das heute. Perfekt. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit einem 1-1. 1-1? Ja. Gibt man sich heute mit einem Unentschieden zufrieden? Nee. Nicht? Nee, also eigentlich müssen wir heute gewinnen. Ja. Eigentlich muss man gewinnen, gell, für Europa? Ja, auf jeden Fall. Ich gehe auf einen 2-1 Auswärtssieg. 2-1 aber es wird Auswärts. Sehr knapp. Wird knapp. Ich denke auch, dass es knapp wird. Ich glaube, Heidenheim gewinnt heute. Ja? Ja. Okay, ehrliche Meinung hier? 2-1 für Heidenheim. 2-1 für Da haben wir ehrliche Auswärtsfans. Das sieht man auch nicht oft. Okay, was denkt ihr denn? Falls die Eintracht ein Tor schießt, wer schießt das Tor? Kein anderer als Marmoush. Marmoush? Der hat zwar keine Ahnung vom Fußball, aber Marmoush. Marmoush auf jeden Fall. Ja. Doch, der Götze macht noch eins. Götze? Ja. Nach einem Einwechsel? Der wird eingewechselt und genau. Dann... Ich okay. Hoffentlich, ja. Hier haben wir. Ich gehe auf den Doppelpack von Marmoush und bei euch trifft Jan-Niklas Beste. Jan-Niklas Beste. Der ist, glaube ich, verletzt, aber so. Egal. Marmoush, der ist ja, also... Hoffentlich kann man den halten. Ja, was denkt ihr, wird schwer, oder? Ja, es wird zwar schwer, aber wenn er verkauft wird, dann gibt's Kohle. Das stimmt, ja, das stimmt. Ich sag Beste und Lynchy. Okay. Ich sag Beste, Lynchy. Kleindienst macht den Doppelpack. Und für Frankfurt vielleicht der Götze. Ich sag Sessa. Ich hoffe nämlich, dass heute der Sessa in der Startelf sein wird. Weil ja der Beste verletzt ist, hoffentlich bekommt er die Chance. Wenn ja, dann macht er das dritte Tor. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, Mann. Und du machst auch einen Stadion-Vlog. Sag den Leuten noch gerne, wo die dich finden können. Genau, ich mache auch Stadion-Vlogs. 7 auf YouTube. S7EVEN. Schaut gerne mein Video an. Yeah. Wollt ihr jemanden grüßen? Ja, ich grüße Raphael. Raphael? Und Luca und Leon. Luca, okay. Und du? Ja. Okay, Jungs, viel Spaß heute noch. Danke, gleichfalls. Ciao. Mein Tipp für das Spiel heute ist so ein knappes 2-1. Die Mannschaften machen sich warm. Da muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachmachen. Vielleicht bei dir. Erstmal, du bist ja. Von den Frankfurtern. Und die Mannschaften laufen ein. Die Fans sind auch bereit. Auf beiden Seiten. Und das Spiel fängt an. Let's go auf ein gutes Spiel. Erste Standardsituation, so eine gefährliche Torschuss, so kann es weitergehen.
mal ein bisschen Rauch. SGE wird Zeit, richtig zu zünden hier. Fans supporten aber ihren Torwart. Und der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit 1-0 für die SGE. Und die zweite Hälfte beginnt. Hoffentlich mit mehr Toren. Let's go! Die zweite Hälfte hat hier auch die erste schon gut angefangen, aber das muss man jetzt auch weiterhin beibehalten, dieses Tempo und diese, ja, ein bisschen mehr Gefahr vor dem Tor muss man ausschlagen, dann ist noch was drin, definitiv. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh. Starker Abschluss. Ob der unhaltbar ist, weiß ich jetzt nicht. Aber Kevin Müller hat schon oft den Arsch gerettet, der Heinheimer. Zwei unglückliche Treffer heute, aber direkt nach der Hälfte natürlich das 2-0 zu machen, ist sehr, sehr wichtig für Frankfurt. Das wird der Ausgangstreffer, aber jetzt nochmal Eckball aufgehen. Das Spiel ist so spannend.
Jetzt nochmal Schussoffensive, auf geht's. Ein Punkt ist mindestens drin. So Freunde, das Spiel ist fertig. Das war's heute. Wir haben eine sehr, sehr spannende Schlussphase erlebt. Am Ende konnte sich die SGE mit 2:1 durchsetzen. Aber ich denke mal, da wäre deutlich, deutlich mehr drin gewesen für Heidenheim. Vor allem die Tore waren echt unglücklich. Am Ende die Chancenverwertung. Mit ein bisschen mehr Glück hätte man mindestens einen Punkt auf jeden Fall hier behalten können. Aber dennoch wünsche ich beiden Mannschaften sehr viel Erfolg für die Zukunft. Die Fans waren heute auch wieder extrem, extrem stark. Deswegen Grüße gehen raus an beide Seiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Folgt gerne kostenlos, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schreibt in die Kommentare, welche Spiele ich in Zukunft besuchen soll. Bis zum nächsten Mal.